Wir erleben in den letzten Jahren, dass unter der Regierung von Netanyahu die israelischen Regierungen versucht haben, immer mehr palästinensisches Land, vor allem im Westjordanland, völkerrechtswidrig zu annektieren. Israel betrachtet ganz Jerusalem als Hauptstadt Israels. Das sieht man hier in Deutschland mittlerweile auch so. Das ist aber völkerrechtswidrig, man muss es klipp und klar sagen. Man kann, wie ich meine, über palästinensische Gewalt nicht glaubwürdig reden, ohne gleichzeitig die israelische Staatsgewalt beim Namen zu nennen. Das eine bedingt das andere. Wenn man sich vor Augen führt, dass im Gazastreifen Bedingungen herrschen, wie wir sie uns hier nicht vorstellen können, der ist unbewohnbar, dieser Streifen. Fast 2 Millionen Menschen leben dort. Es gibt, das Trinkwasser ist versalzen. Die Vereinten Nationen sagen, man kann dort eigentlich nicht mehr leben. Trotzdem werden diese Menschen dort zusammengefercht. Sie haben keine Perspektive. Die Leute sind in einer Sackgasse. Es gibt keine politischen Lösungen. Das Problem ist doch, dass die Palästinenser über Jahre hinweg versucht haben, die palästinensische Autonomiebehörde mit den Israelis zum Frieden zu kommen. Wenn wir ehrlich sind, die israelische Seite ist überhaupt nicht interessiert, eine Zwei-Staaten-Lösung zuzulassen. Schauen Sie sich doch mal an, die Besiedlung des Westjordanlandes. Das ist eine systematische, strategische Besiedlung. Da werden Straßen so gebaut, dass die Palästinenser nicht mehr von A nach B kommen. Es wird das Westjordanland in verschiedene Teile richtig segmentiert. Ostjerusalem wird abgespalten von den palästinensischen Nachbarschaften. Sie kommen als Westbankbewohner nicht nach Ostjerusalem, es sei denn, sie haben eine Sondergenehmigung, die sie in der Regel nicht bekommen. Jahrelang haben die Palästinenser verhandelt, sie haben nichts bekommen von der israelischen Seite. Dieselben Politiker, die das gefordert haben damals und dafür sind, würden nie auf die Idee kommen, dass denselben Maßstab, den sie in Russland anlegen, in Israel anzulegen und zu sagen, denn es geht aber so nicht, was ihr tut, denn ihr habt dort nichts verloren. Das sind internationale Rechtsnormen, die ganz klar sagen, es ist besetztes Land, Israel hat dort nichts verloren.